Ja, Iva Majoli, eine Spielerin, die unerhört gefährlich ist, eben weil sie keine direkte Schwäche hat. Sie spielt Vor- und Rückhand vielleicht gleich gut, ist natürlich in der Lage, mit der Vorhand mehr Punkte zu gewinnen, aber Fehlerquote auf der Vorhandseite auch relativ hoch. Dazu bewegt sie sich ganz gut und sie hat auch den Instinkt, um richtig zum Ball zu laufen. Klaus Lufen hat das vorhin in seinem kleinen Vorbericht angedeutet. Sie trainiert nicht nur mit ihrem Bruder Drago, Vater Stanko, immer dabei, sondern hin und wieder ist es auch der kroatische ehemalige Deviska-Spieler Goran Pirpic, der sich um Majoli kümmert, ihr Matchstrategie versucht beizubringen, näher zu bringen. Und das funktioniert ganz gut. 6:5, Aufschlag Iva Majoli, Stefanie Graf führt. Der vierte Doppelfehler und zwei Satzbälle für Stefanie Graf. Unterschnittene Rückhand ist Gold wert. 7:5 für Stefanie Graf, die sich gut gesteigert hat nach nervösem Beginn in diesem ersten Satz. 15:0. Die Finnland. Beide. 15 auf. 15:30. 15:30. Aus 40 30 40 30.
Einschlag. Deuce. Und wird besser bei Stefanie Graf. Vorteil Maioli. Da macht es dann auch nichts, dass dieser Ball im Aus lag oder ins Aus ging. Man hat aber gemerkt, dass die Stefanie Graf sich wieder besser bewegt hat da hinten. Auch ihre Rückhand umlaufen hat, um zum besten Schlag zum direkten Punktgewinn zu der Vorhand anzusetzen. Spiel Maioli. Erstes Spiel, zweiter Satz. First game, second set. Gleiches Schauspiel wie im ersten Satz. Gleich Aufschlagverlust von Stefanie Graf. Ihren Tribüne natürlich besetzt. Auf der Anlage hier in Berlin. Und es ist ja viel diskutiert worden in den vergangenen Monaten über diesen Ausbau. Die einen sagen, das war gar nicht notwendig. Die Spielervereine und die WTA, die hat mal einst die Forderung gestellt auf einen Platz mit einem Fassungsvermögen von 7000. Derjenige, der dies aufgestellt hat, diese Regel, den gibt es gar nicht mehr. Heute ist die WTA teilweise zufrieden, dass sie überhaupt noch Turniere hat. Große Turniere hat und die Sponsoren. Anne Wiedermann gesagt, Berlin benötigt so einen großen Center Court. Festzustellen ist, das ist wirklich überraschend, dass der Platz sich hier unten in einem guten Zustand befindet. Das war eigentlich gar nicht abzusehen, das muss man offen ansprechen. Vor 30 Tagen hat man angefangen, diesen Platz zu bauen, Tages- und Nachtschichten, hat ihn 2-3 Wochen eingewässert, ihn hart gemacht. Und mittlerweile erleben wir hier wirklich einen gut bespielbaren Platz, besser als in den Jahren zuvor. Also Kompliment an diejenigen, die hier diesen Platz gebaut haben. Gar keine Frage, damit war nicht zu rechnen. Zurück zum Spiel. 1:0 für Iva Maioli und die auch auflegt. Links oben der Herr, Bruder Drago, rechts daneben Vater Stanko. Die beiden sind immer dabei, wenn die Iva spielt. Und da haben wir eben auch ganz kurz die zweite Tennisprinzessin Deutschlands der 60er und 70er Jahre gesehen. Da haben wir sie, Helga Mastorf. Große Spielerin, nicht nur groß gewachsen, sondern auch Top-10-Spielerin in der Welt. Fifteen forty. So
über Maioli nicht zufrieden. Was macht man dann? Man wechselt erst einmal den Schläger. Vielleicht können wir das einfangen. Über Maioli hat so kleine Bleipätzchen. Da sehen Sie die. Links oben am Schlägerrand und rechts oben am Schlägerrand, um den Schläger ein wenig kopflastiger zu machen. Eins, beide im zweiten Satz. Fehler! 0-5-10. Love 15. Beide. 15 auf. Ein großer Ballwechsel von beiden Spielerinnen mit dem besseren Ende von Iva Maioli, die den Ball da richtig über das Netz gepeitscht hat mit ihrer Vorhand, Beugball und Netz. Nach wie vor der erste Aufschlag, nicht ganz hart gespielt, auch immer der Versuch mit ein bisschen Snit zu agieren. Und das gehört auch dazu. Juice. Schauen Sie mal hin, aber immer wieder diese Rutscher bei Stefanie Graf und ihrer Vorhand. Große, große Rutschspuren dort hinten. Vorteil Maioli. Thank you.
Graf. Lieber Maioli, nutzt Ihre Chance nicht und das kann sich irgendwann im Verlauf dieser Begegnung sehr schnell rächen. 2:1 Führung für Stefanie Graf. Bei uns oben in unserer Kabine mal kurz vorbeigeschaut. Klaus Hofstes, der Teamchef, kommt gerade von der Bank dort unten. Was sagt die Bank zum Verlauf dieser Begegnung? Ja, die Steffi spielt eigentlich taktisch sehr klug. Sie gibt viele Bälle zur Mitte, zur Vorhand, flache Bälle, den Slice zur Vorhand von Maioli. Und da hat sie bisher doch die meisten Punkte auch gewonnen. Iva Maioli immer noch gefährlich oder ist das Ding schon gelaufen? Nein, das ist, glaube ich, gefährlich bis zum letzten Ball. Aus. Aber man hat das Gefühl, dass das Match jetzt ein bisschen besser wird, die Ballwechsel werden länger. Stefanie Graf, war sie nervös? Hier hatten Sie vorher noch kurz gesprochen. Ja, sie hat am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel in die Ecken gespielt und da gilt eben, wie bei allen guten Baseliner auch hier, bei allen guten Grundlinienspielern, sie spielen aus der Ecke raus eben besser und mehr Winkel und das muss man vermeiden, das hat sie gut gemacht. Unterschnittene Rückhand, Klaus Hofstes, da gab es mal ganz große Experten, auch beim Deutschen Tennisbund, die haben immer gesagt, Rückhand-Slice ist ein Verliererschlag. Sie haben immer darauf beharrt. Ja, natürlich, ist ein ganz wichtiger Ball. Man kann dadurch den Ball flach halten und besonders eben im Damentennis, wo sehr viel mit ballhändiger Rückhand gespielt wird, ein Schlag, den man unbedingt sehr früh erlernen sollte. 15:40. Thank you.
Bert Hiller. Stefanie Graf scheint sich freigespielt zu haben. Jetzt die letzten zwei, drei Spiele, fast perfektes Tennis. Gar nicht mehr wieder zu erkennen. Sie wirkt locker und gelöst, Klaus Hofsess. Ja, sie spielt jetzt richtig gut. Und man hat gemerkt, dass sich auch ein bisschen besser zu den Bällen hinbewegt. Da ist die Nervosität natürlich ein bisschen weg. Und ich denke, dass ihr hier das Berliner Publikum doch auch sehr, sehr geholfen hat. Und die stehen eigentlich mehr hinter Steffi denn je. Ja. Familie Graf, vorne war Bruder Michael zu erkennen, auch eingeflogen aus den USA. Hat hier wirklich ein gutes Publikum, Stefanie Graf. Schauen Sie mal, das habe ich vorhin angesprochen, dieses Umlaufen, dieser Rückhand, das erinnert an die großen Zeiten, nicht? Wie sie da wieder reingeht in die Vorhand. Ja, das ist sehr gut bewegt, kann man sehr schön erkennen. Ja. Klaus Hofsess, wir schauen mal rüber zum Hans Enger, der winkt ja die ganze Zeit. Sie sollen unbedingt wieder zurückkommen, drüben zu der Bank. Schön, dass Sie bei uns waren. Wir werden Sie gleich wieder einfangen mit unseren ARD-Kameras. Drücken noch weiter in die Daumen. Bis bald. Bin gern gesehen hier oben. Danke. Also, tschüss. 4:1, meine Damen und Herren. Hier haben wir Hans Enger. Ja, der kommt ja gleich, der Klaus Hofsess, keine Sorge. Die beiden kennen sich auch schon seit Jahren. Wir konzentrieren uns auf das Match. Fehler! Fehler! 0:15. Love 15. So, Iva Maioli scheint keine Geduld mehr zu haben, geht auf einen schnellen Punktgewinn aus, hat die Linie ein wenig verloren, Stefanie Graf fast fehlerlos hinten. Tja, Pech hat die Stefanie Graf heute nicht, das kann man nicht sagen. Ich glaube, drei wichtige Netzroller für sie in dieser Begegnung. Kommt alles zusammen. Ho, ho, ho. 3:0.
Der Fehler. Der Tennisnachmittag ist in Berlin für die Berliner Zuschauer gerettet. Hat sich ja hier alles auf die Weltranglistenerste konzentriert. Bei allem Respekt vor der ansonsten guten Leistung von Iva Maioli. Aber bei ihm ist nichts mehr zusammengelaufen. Ein am Ende glatter und absolut verdienter 7:5, 6:1 Erfolg für Stefanie Graf. Das sind die Momente bei Stefanie Graf, die ja zuletzt nicht allzu viele Erfolgserlebnisse gehabt hat, auch auf dem Platz, die man erst einmal wieder genießen muss in aller Ruhe. Wie gesagt, sie hat kaum Spielpraxis gehabt. Hat ja zuletzt sogar zweimal in Folge verloren. Wann hat es das mal gegeben? Beim Fed Cup in Tokio und dann auch bei den Italian Open. Da hat sie gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich so schlecht spielen kann. Hier hat man davon nur am Anfang ein bisschen von sehen können, von dieser Nervosität, von dieser Unsicherheit. Speziell bei ihrer Vorhand dann mit Beginn des zweiten Satzes hat sich das alles aufgelöst. Eine der besten Leistungen von Stefanie Graf 1996, vielleicht sogar dann im zweiten Satz die beste Leistung überhaupt 1996 und auch das angesichts der Siege in Key Biscayne und in Indian Wells. Michael Bartels, der kann jetzt auch in Ruhe runtergehen, zusammen mit Bruder Michael Graf. Also ein guter Erfolg für die Weltranglistenerste, die damit, wie hat es der Jochen Spanz vorhin gesagt, unten in unserem Studio tatsächlich zum 11. Mal im Finale dieser German Open steht. Was für ein Rekord. Und man mag das gar nicht glauben, dass sie schon so lange auf der Tour spielt, so lange dabei ist. Aber als sie zum ersten Mal im Finale stand, hat sie hier noch gegen Chris Evert-Lloyd verloren. Und dann der Triumph gegen Martina Navratilova. Alle Beteiligten können zufrieden sein, bis auf Iva Maioli, die natürlich dann auch noch den Respekt hatte vor der Ausnahmespielerin, die natürlich immer damit rechnet, mein Gott, irgendwann setzt die Stefanie Graf vielleicht noch eins drauf. Das ist ganz einfach so, wenn man noch nicht die ganz Großen dieser Szene geschlagen hat, obwohl Iva Maioli ja in diesem Jahr immerhin schon einmal Monika Seles, und zwar in Tokio beim Grand Prix-Turnier, hat bezwingen können. Stefanie Graf kann sich einen schönen Nachmittag machen, kann ein bisschen spazieren gehen, hat das ja schon ein, zwei Mal gemacht. In Berlin ist dann abgetaucht in der einen oder anderen Kneipe. Und da lässt sie sich ein bisschen feiern. Zu Recht. Dieses Turnier wäre ohne Stefanie Graf in diesem Jahr fast gar nichts gewesen. Das muss man noch ganz klar sagen. Das angesichts dieses Ausbaus hier, das muss einfach respektiert werden. Stefanie Graf, damit die erste Finalistin vom zweiten Halbfinale, werden wir in wenigen Minuten berichten. Prima Erfolg der 26-Jährigen, die eigentlich sogar in der kommenden Woche ursprünglich in Straßburg hatte spielen wollen, aber dann nach der Zusage in Berlin dies gestrichen hat und dann erst wieder bei den French Open dabei sein wird. French Open beginnen ja am Montag in 8 Tagen. Und da sind wir natürlich wieder dabei, Kollegen vom ZDF zusammen mit uns von der ARD. So, haben wir ein gutes Spiel erlebt. Iva Maioli zu Beginn recht stark, dann mit einigen Schwächen. Mal sehen, ob sie sehr enttäuscht ist. Im Gespräch bei uns im Studio mit Jochen Spatz. Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen Pohmann. Iva Maioli sieht gar nicht so enttäuscht aus, obwohl der zweite Satz natürlich, Iva, für sie ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Sie sind super gestartet. Woran lag es dann, dass Sie Ihre Linie verloren haben? Oh, I think I started pretty good the first set. Ich glaube, im ersten Set habe ich ja sehr gut gespielt. Die zweiten Spiele habe ich gewonnen und ich fühlte mich eigentlich sehr gut.
Da helfen wir gleich mal. Ist gerade der Kopfhörer runtergefallen, macht nichts, alles live. So, jetzt ist das wieder repariert worden. I think I made lots of mistakes. Ja, ich habe dann aber sehr viele Fehler gemacht, glaube ich, und gerade mit meiner Vorhand. Und ich habe nicht sehr viele Gewinnpunkte dann gemacht. Ich habe dann auch sehr oft den ersten Aufschlag nicht gut rübergebracht. Und ich war dann auch vielleicht auch nicht konzentriert genug. Und sie hatte natürlich auch ein bisschen Glück bei einigen Bällen. Und sie war einfach besser drauf heute. Das war nicht mein Tag heute. Sie hatten ja vorher viermal schon gegen Steffi Graf verloren. Ist das im Kopf auch irgendwie, dass man sagt, also Steffi habe ich noch nicht ganz drauf? Es ist ohnehin sehr schwer, gegen Steffi zu spielen. Sie spielt ja sehr gut und es ist sehr schwer, gegen sie zu gewinnen. Ich glaube, ich muss einfach noch mehr an mir arbeiten und hoffen, dass ich dann beim nächsten Mal einen besseren Tag habe, wenn ich gegen Steffi antrete und eine größere Chance dann habe. Es war besonders die unterschnittene Rückhand, die Ihnen ganz offensichtlich Probleme gemacht hat. Ja, sie hat die sehr gut angeschnitten und das kommt alles sehr tief übers Netz und ich muss da sehr viel Energie aufbringen, um den Ball wieder zurückzuspielen und sie hat sehr gut zwischen Vorhand und Rückhand gewechselt und da habe ich dann sehr viele Fehler gemacht und im zweiten Set war Steffi dann sehr gut und sie hat sehr viele Gewinnpunkte gemacht und meine Bälle waren einfach zu kurz und nicht so wie im ersten Set. Und dann ist es schlechter geworden und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal dann besser wird. Aber dennoch, Sie sind ja in der Tat noch so jung, 18 Jahre jung, haben die ganze Zukunft im Tennissport noch vor sich, jetzt schon die Nummer 4 der Weltrangliste und es gibt einige, die sagen, die Iva wird in absehbarer Zeit die neue Nummer 1. Was sagen Sie dazu? Well, I think it's a long way. Ich glaube, das ist noch ein sehr langer Weg, der vor mir liegt. Und zunächst muss ich mal auf Nummer 3 kommen. Das ist mein unmittelbares Ziel. Und dann werde ich über alles andere nachdenken. Aber ich möchte natürlich Nummer 1 irgendwann mal werden. Aber wir werden dann sehen, wann das sein wird. Einige vergleichen Sie auch ein bisschen mit Monika Seles in ihrer Spielweise. Ist das ein Vorbild für Sie? Man hat mich mehr mit Monika am Anfang verglichen, als ich mit der Tour begonnen habe. Aber inzwischen habe ich meine eigene Persönlichkeit, meinen eigenen Stil und man vergleicht mich eigentlich nicht mehr so sehr mit Monika. Okay, Iva, Sie haben eine sehr gute Turnierwoche gehabt. Halbfinale ist eine tolle Leistung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, insbesondere für die French Open, die ja jetzt bald anstehen. Bedanken uns für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön, Iva Maioli. Meine Damen und Herren, wir hoffen natürlich auch, dass Steffi Graf noch zu uns kommt. Bisher hat sie uns immer beehrt nach ihren Spielen. Ich denke, wird sie auch heute tun. Wir haben Gelegenheit, bis es soweit ist, Ihnen noch einen kleinen Beitrag zu zeigen. Es gibt ja viel Prominenz auf der Anlage. Heute haben Sie einige gesehen. An den letzten Tagen waren auch viele da. Zum Beispiel gab es zuletzt am Donnerstagabend ein Konzert mit ostdeutschen Bands in der Berliner Waldbühne, einer großen Freiluftarena. Und da waren unter anderem auch die Pudis da, höchst populär früher in der DDR gewesen und auch jetzt noch sehr, sehr beliebt. Und was lag näher, als diese Pudis auch hier auf die Rot-Weiß-Anlage einzuladen? Aber Oliver Mohlen hat nicht nur sie entdeckt, sondern noch viele andere Prominente. Schon bei der Probe war klar, die Pudis würden als letzte Band in der Waldbühne spielen. Es wurde eine lange Nacht, sodass es nur einer der Rockgruppe zu Rot-Weiß auf die Anlage schaffte. Keyboarder und Kopf der Pudis Peter Mayer. Ein Promi, der nicht unbedingt mit Tennis in Verbindung gebracht werden kann. Sport ist bei mir so eine Sache, wenn man so gefragt wird, wie haltet ihr euch fit, da sage ich immer, ich surfe bei 30 Grad Hitze und wenig Wind und fahre ganz langsam mit dem Fahrrad durch den Wald. Ex-Bayern-München-Trainer Otto Rehhagel hat es dagegen schon bis zum Co-Kommentator gebracht. Respekt. Ich habe festgestellt, Stefanie Graf und Marie Pierce, das sind die schönen Damen dieses Turniers. Wir müssen uns, lieber Otto Rehhagel, nur auf den Sport konzentrieren. Und das bedeutet jetzt Matchball für Karina Habsburg.
Anke Huber verlor tatsächlich gegen Karina Habsdorfer. Tennisfan Otto Rehhagel hat es trotzdem gut gefallen. Glück haben Sie der Anke leider nicht bringen können. Nein, man muss schon auch sein Spiel, wenn man denn unten spielt, muss man versuchen, das Glück zu zwingen, nicht wahr? Und so gut zu spielen, dass man gewinnt. Aber es hat mir Spaß gemacht. Mit Herrn Pohlmann macht es immer Spaß. Sagt und verschwindet schnell wieder in Richtung Center Court. So, wir haben inzwischen die feste Zusage von Steffi Graf, dass sie gleich kommen wird. Aber man muss volles Verständnis dafür haben, dass sie erstmal ihr Hemd wechselt. Gerade auch wegen ihrer leichten Rückenprobleme, die sie insbesondere heute Morgen beim Training hatte, muss sie vorsichtig sein, dass da alles heil bleibt morgen für das große Finale, das sie ja nun erreicht hat. Wir haben Gelegenheit, während Steffi Graf jetzt gleich zu uns kommt, Ihnen zu zeigen, einiges aus der Geschichte der German Open, die ja hochinteressant gewesen sind und viele, viele bekannte Spielerinnen nach Berlin gebracht haben. Schauen wir mal in einige Szenen hinein. Bettina Bunge, die Deutsch-Amerikanerin, gewann mit 6:2 und 6:2. Seit 1984, unvergessen, Claudia Kohde-Kilsch gegen Kathy Horbert, genannt den Spatz von der Hundekehle. 7:6, 6:1 für Claudia Kohde, so hieß sie damals noch, jetzt Claudia Kohde-Kilsch, die Saarbrückerin, die lange, die auch im Doppel so gut gespielt hat. Dann 85, Chris Evert, erstes Finale für Steffi Graf. Chris Evert, die große alte Dame des internationalen Tennissports, siegte mit 6:4 und 7:5. Und erkannte bereits damals, dass Steffi, die damals 15 Jahre jung war, demnächst die Nummer 1 werden würde. Dann das Spiel der Spiele, Steffi Graf bei ihrem großen Durchbruch als 16-Jährige 1986 gegen Martina Navratilova. 6:2 und 6:3 hieß es für Steffi Graf. Und doch da erinnern wir uns daran, dass Martina Navratilova damals, als es den Ostblock noch gab, von hier ihre Eltern in Prag grüßte. Das sind die Szenen mit Martina. 1990, Monika Seles gegen Steffi Graf, der einzige Auftritt von Monika in Berlin. Sie gewann mit 6:4, 6:3 und unterbrach damit die Siegesserie von Steffi Graf. Gern würden wir sie mal wieder in Berlin sehen. Dann kam die Zeit von Arantxa Sánchez Vicario. Gegen Steffi Graf allerdings hatte sie 1992 das Nachsehen. 4:6. 7:5, 6:2 endete diese Partie. Steffi Graf zweimal gegen Arantxa Sánchez im Finale von Berlin erfolgreich. Ja, große Glücksmomente von Steffi Graf. Achtmal gewonnen, Arantxa Sánchez Vicario. Wir haben es ja gesagt. Sie war die Sohn. Jetzt ist Steffi Graf bei uns im Studio. Glückwunsch, dass Sie nun wirklich zum 11. Mal es geschafft haben, dieses Finale zu erreichen. Als dann nachher die Zuschauer wieder eine Standing Ovation Ihnen brachten, das muss doch runtergehen, nicht? Ja, natürlich. Ich meine, auch heute, ich hatte eine tolle Unterstützung, auch als es eben im ersten Satz relativ eng war, kann ich wirklich sagen, dass die Leute wirklich voll hinter mir standen. Und selbst im zweiten Satz, wo es klarer war und man doch eigentlich meistens ein bisschen mehr für die Gegnerin klatschte, kann ich schon sagen, dass ich einen tollen Zuspruch hatte. Sie haben verhaltener begonnen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass Sie auch wieder ein paar Rückenprobleme hatten. Darüber haben wir gerade gestern gesprochen. Da haben Sie gesagt, eigentlich alles okay. Heute Morgen nicht ganz so. Lag es daran, dass Sie auch erstmal sich selber austesten wollten, wie der Körper reagiert? Nö, überhaupt nicht. Es hatte sicherlich damit zu tun, dass ich am Anfang ein bisschen unruhig war, auch überhaupt nicht zu meiner Vorhand gefunden habe. Ich hatte irgendwie
so ein bisschen wie in Rom meine Vorhand gespielt, sehr zögerlich. Ich habe da wirklich ziemlich lange gebraucht, bis ich da reinkam. Sicherlich war auch eine gewisse Nervosität am Anfang da. Aber mein wichtigster Schlag war sicherlich heute die Rückhand. Und die hat mir doch ziemlich aus dem ersten Satz rausgeholfen. Da haben ja früher viele gesagt, also die Steffi Graf sollte viel mehr die Rückhand durchziehen. Und jetzt sieht man immer mehr, dass das eine ganz entscheidende Waffe wird, gerade gegen die beidhändigen Rückhandspielerinnen, wenn sich der Ball da so einbuddelt, dieser Slice. Ja, das ist eben die etwas neue Generation, die doch fast ausschließlich beidhändig Rückhand spielt. Und da tut natürlich ein tiefer Slice sehr weh. Früher war es so, dass die meisten eigentlich einhändig gespielt haben. Und das hat sich, wie gesagt, über die Jahre ein bisschen geändert. Da hätte mir vielleicht mehr am Anfang die beidhändige geholfen, aber jetzt zahlt sich das sicherlich aus. Nachher dann diese große Steigerung im zweiten Satz. Sie haben ja immer noch Matchpraxisdefizite, muss man ja ganz klar so sagen, nach den vielen Pausen. Insofern, denke ich, verbessern Sie sich von Spiel zu Spiel. Jedes neue Match hilft Ihnen dabei. Ja, ganz klar. Und auch, es war eigentlich sehr wichtig für mich, dass ich heute einen engen ersten Satz hatte. Ich glaube, gerade diese Situation, die brauche ich einfach mal durchlebt zu haben vor den French Open, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, also ich fühle mich eigentlich von Spiel zu Spiel besser. Und auch heute, wo es mir am Anfang nicht so gut lief, habe ich nicht überhastet im Grunde genommen. Manche meinen, die Iva Maiuli hätte das Zeug, mal ihre Nachfolgerin zu werden. Sehen Sie das auch so? Sie hat alle Möglichkeiten. Sie spielt von der Grundlinie aus extrem aggressiv. Sie hat sicherlich auch den Aufschlag dazu, die Größe. Und wenn man sie sieht, sie ist sehr athletisch, aber sicherlich fehlt da teilweise noch ein bisschen die Geduld und auch sicherlich das Zutrauen. Das hat man auch gerade im ersten Satz dann gemerkt. Sie hatte dann auch teilweise zu viel versucht und teilweise einfach nicht gut genug abgewartet und dann letztendlich der letzte Schlag hat dann gefehlt. Zwei junge Osteuropäerinnen jetzt im zweiten Halbfinale, schon eine große Überraschung. Die waren bisher kaum unter den besten 50 der Weltrangliste, aber was sagt das manchmal schon? Glauben Sie, dass das ein Trend werden könnte, dass gerade aus dem Osten Europas hungrige Spielerinnen nachwachsen, die vielleicht mal die Spitze erreichen können? Ich glaube, das hat sich eigentlich schon vor Jahren abgezeichnet. Und Anna Habsdorfer, die hat eigentlich dieses Jahr schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt und gute Ergebnisse. Ich glaube, da ist das nicht ganz so überraschend gewesen. Lee Kutsieva war immer eine Spielerin, die die Möglichkeit hatte, aber irgendwie nie die Chancen genutzt hat. Und diesmal hat sie es hier getan. Sie hat gegen Arantxa, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Match gezeigt. Also ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so überraschend war. Ich meine, es tut auch wirklich dem Turnier gut, mal andere Spielerinnen im Halbfinale zu sehen. Wen würden Sie denn jetzt lieber als Endspielgegnerin haben? Ich glaube, Lee Kutsieva ist etwas angenehmer. Ich habe gegen Habsdorfer zwar schon, glaube ich, öfters gespielt, eigentlich nie große Probleme gehabt, aber wir haben die letzten zwei Jahre auch nicht mehr gegeneinander gespielt, wo sie sich doch dramatisch verbessert hat. Und Sie sagen, der Rücken ist okay, ja? Das ist das Wichtigste überhaupt fürs ja. Finale? Ja. Okay. Vielen Dank, Steffi Graf. Alles Gute morgen fürs Finale. Danke für Ihren Besuch hier im Studio. Danke. Und